Herr Betz, Sie haben es geschafft. Ja. Wie war es? Anstrengend. Waren Sie denn zufrieden? Ja, im Großen und Ganzen war ich schon zufrieden. Aber es ist halt ein anderes Publikum als das Mittwochspublikum. Mittwochspublikum ist, wie soll ich sagen, das ist knalliger. Ja, das ist, die Promis sind nicht so knallig? Nee, die sind ja manchmal knallköpfig. Aber das ist nicht schlimm. Das ist halt keine Publikumsbestimmung. Ich bin sehr zufrieden. Und, ist okay. Und jetzt, das war Ihr letzter Auftritt als Gudi Gutenberg? Ja. Sie lachen. Nee, es ist so. Weil Sie haben ja so viele Fans, also das ist ja wirklich die Nummer. Also ich persönlich finde es auch großartig immer und es ist eigentlich schade, wenn Sie aufhören. Und ist das Ihr letztes... Das ist doch gut, wenn jemand sagt, ist das schade. Gott sei Dank. Okay. Ist das jetzt Ihr letztes Wort? Ja, das ist so. Okay. Gutenberg ist Schluss. Das heißt aber, wir können uns auf eine andere Figur in der Zukunft freuen? Wissen Sie, ich werde 65. Bin wahrscheinlich doppelt so alt wie Sie. Und deshalb ist man gut. Also ich habe Sie jetzt als Tanzmaus gesehen. Ja, Sie, da waren Sie doch gar nicht auf der Welt, oder? Ich habe, also 88 und also das war ja auch schon legendär. Ja. Jetzt sind wir mal gespannt. Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass Sie der Fasnacht den Rücken kehren oder nichts ja, mehr kommt. Fasnacht ist aber Schluss. Fernsehfach, das ist definitiv Schluss. Okay. Aber im Saal können wir Sie noch bewundern. Ja, da können wir mal sehen in Gonsenheim. Vielleicht kommt da noch die eine oder andere Rolle, die ich dann so spaßeshalber mache. Ja. Vielen Dank. Dankeschön.